Wettershow. Herzlich willkommen bei der heutigen Wettershow. Was erwartet uns an diesem Tag? Ich kann nur eines sagen, sehr sommerliche Temperaturen. Aber zuerst der Blick auf die Europakarte. Und da sehen wir schon, der Sommer, der zeigt noch einmal, was er kann. Wir haben hier in Berlin 22 Grad, 26 in Rom oder 27 in Bukarest bei strahlendem Sonnenschein. Nur im Westen, da zeigen sich schon die ersten Auswirkungen einiger Tiefdruckgebiete. Aber wir schauen uns erst einmal an, wie das Wetter in Österreich im Detail aussieht. Und da sehen wir überall strahlender Sonnenschein, sommerliche Temperaturen. Nur entlang des südlichen Alpenhauptkammes und im Osten können am Nachmittag vermehrt Wolken entstehen. Das war es aber auch schon. Und in Vorarlberg und in Tirol ebenfalls dann im Laufe des Tages dichtere Wolken bei sehr warmen Temperaturen bis zu 29 Grad. Wie sieht das im Detail aus? Wir sehen hier im Westen die 24-Stunden-Prognose. Wie gesagt, ein paar Wolken kann es dann im Laufe des Tages geben, aber es erreichen wir hier 29 Grad. Dasselbe auch im Osten, sehr sommerliche Temperaturen, strahlender Sonnenschein. Erst dann in den Nachtstunden etwas mehr Bewölkung. Und die große Frage natürlich, wie geht es weiter in den nächsten Tagen? Da dürfen wir gespannt sein. Im Westen sehen wir, es bleibt noch sehr, sehr warm. Erst dann ab Mitte der Woche kühlen geht es wieder runter mit den Temperaturen und es wird eher der Jahreszeit entsprechend schon etwas herbstlicher und unbeständig. Dasselbe dann auch im Osten, da sehen wir dasselbe noch. Hier halten sich die Temperaturen etwas länger. Bis zum Donnerstag bleibt es sehr, sehr sommerlich und dann wird es etwas kühler und Anfang der nächsten Woche dann auch schon richtig herbstlich.